Wir sind heute im Mercedes-Benz Kundencenter in Bremen und wir zeigen dir heute mal, wie du dein Auto perfekt individualisieren kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wir sind heute hier im Mercedes-Benz Kundencenter in Bremen. Bestes Wetter und wir wollen heute mal zu Mercedes-Benz exklusiv und uns von der Frau Hachmeister zeigen lassen, wie man sein Fahrzeug individualisieren kann und was da eigentlich möglich ist. Also wenn ihr Lust auf ein individualisiertes Auto habt, was auf euch perfekt zugeschnitten ist, dann schauen wir uns das jetzt mal genau an und gucken mal, was uns gleich erwarten wird. Viel Spaß! Wir sind jetzt schon im Kundencenter angekommen und Kerstin Hachmeister hat uns schon begrüßt. Vielen Dank für deine Einladung. Herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr endlich bei mir seid. Ja, das kann, sehr gut. Also wir merken jetzt schon, es wird schon exklusiver hier. Also es ist eine sehr ruhige, angenehme Atmosphäre. Und Kerstin wird uns gleich mal ihren Arbeitsplatz zeigen. Ja. Und ich muss sagen, mein Job finde ich schon total gut, aber wenn ich hier hinkomme, dann kann ich sagen, ich glaube, Kerstin hat ihren Traumjob gefunden und ich bin gespannt, was du uns gleich zeigen wirst, was hier so möglich ist. Das ist einfach ein tolles Portfolio, was wir anbieten können und das Besondere ist eben, dass wir hier die Gelegenheit haben, mit Zeit, mit Ruhe und vor allen Dingen, ich darf das mal ganz stolz sagen, mit über 23 Jahren Erfahrung. Ja, da kann ich noch nicht mithalten. eben. Ein wunderbares Thema, nämlich Mercedes-Benz exklusiv anbieten zu können. Denn es gab schon immer Kunden, die sich mit ganz viel Herzblut um die Konfiguration und die Zusammenstellung ihres Fahrzeugs gekümmert haben und es jetzt natürlich auch weiterhin machen wollen. Ja. Und was wir da werkseitig anbieten können, zeige ich euch jetzt mal. Exklusiv. Also man muss auch dazu sagen, man kommt hier eigentlich gar nicht so einfach rein. Wie ihr hier überhaupt reinkommt und wie ihr dieses Thema ermöglicht haben oder wie euch das Thema ermöglicht wird, das sagt Kerstin uns ganz am Schluss, denn wie gesagt, wir kommen hier normalerweise nicht rein. Also hier stehen schon einige Autos und das wirkt jetzt schon sehr exklusiv. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich, vielleicht gehen wir immer mal die Autos durch. Und Kerstin sagt uns mal, warum überhaupt diese Autos hier stehen und was wir hier dann gleich auch tun können. Und ich bin schon gespannt. Die Kamerarichtung ist schon genau richtig. Ja, da wäre ich auch zuerst hingegangen. Genau. Hier ein G63 AMG. Und ich denke, jeder, der sich mit der G-Klasse befasst, wird mit Freude feststellen, dass wir hier ein großes Angebot haben über die Serie, über G-Manufaktur. Und natürlich ist dann auch die Begehrlichkeit ganz groß, Dinge einfach mal im Original zu sehen. Und da habe ich mich für G-Manufaktur Classic Grau Uni entschieden. Eine wunderbare Basis, um dann eben auch mit den sportlich knackigen, dynamisch schwarzen Akzenten das ganze Thema weiterzuspielen. Über das Night-Paket hinaus einmal die absolute Besonderheit, auch mal im Original das schwarz lackierte Dach zu sehen. Wie wunderbar, dass unser Kameramann ein Großgewachsener ist. Ja, genau. Man muss auch sagen, die Stoßstangen und die, wie nennt man das, Radhäuser sind auch sonst nicht in Serie schwarz. Nein. Das kann man sich auch explizit dazu wählen. Ne? Das ist dann eben in dem Paket mit enthalten, genauso wie dann die Schriftzüge bis nach hinten, wo uns noch einmal die drei wundervollen Buchstaben grüßen. Und das Besondere daran ist ja eigentlich, dass man dieses Fahrzeug tatsächlich gar nicht, also das heißt nicht individualisieren muss, aber man kann es wirklich so ab Werk bestellen. Ne? Ja. Man muss es eigentlich nur wissen. Man muss es wissen und sich einfach mal mit ein bisschen Zeit und Ruhe durch die ausgesprochen komplexe Preisliste arbeiten. Und sich dann, ich sage das mal, entsprechend Unterstützung holen,
um ein wirklich rundherum harmonisches und markttaugliches Fahrzeug auszustatten. Wichtig ist einfach, dass man immer gesamtheitlich denkt. Also ich kenne es ein Stück weit natürlich aus den Beratungen, dass Menschen dazu neigen, die Details separat zu betrachten und sagen, wow, ne, eine grandiose Lackierung, ach wunderbar, sensationelle Polsterung und meine Güte, was sind die Zierteile hip? Dann wird alles zusammengestellt, verfehlt aber einfach die Wirkung, weil jedes Detail für sich betrachtet schön ist, gesamtheitlich betrachtet, aber völlig die Wirkung verliert. Und da ein bisschen Unterstützung zu geben und mit Zeit und Ruhe sich um die Zusammenstellung zu kümmern, ist etwas, das man dann eben hier bei mir machen kann, um sicherlich auch einfach mal Input zu bekommen, auch ein bisschen Benzingespräche zu führen und all mal das zu machen, was doch einfach Spaß ist, was Freude macht. Und ja, darum geht es hier eben. Die Kunden, die sagen, es darf ein bisschen mehr sein und ich möchte in besonderer Atmosphäre meinen ganz persönlichen Mercedes zusammenstellen, der ist richtig hier. Sehr schön. Ja, dann gibt es jetzt mal einen kurzen Einblick in das Interieur. Und Kerstin, jetzt kannst du mich mal so mehr kurz abholen. Also auch das ist jetzt G-Manufaktur Interieur? Genau, wir haben wirklich alles Schöne in diesem Fahrzeug vereint. Ergänzend die Außenlackierung, also die graue Farbe mit ins Interieur wieder hineingenommen. Mit dem Titangrau Pearl, also eine schöne, dezente Kombination ergänzend gewählt. Also wir bewegen uns rundherum in einem Farbkreis, der immer heißt Grau-Anthrazit-Schwarz. Wir geben also gar nicht noch weitere Farbkomponenten mit ins Spiel, sondern halten das Ganze dezent, denn die Musik spielt draußen. Das ist der Schmücker, der Hingucker, der eben durch die schwarzen Elemente, ja, ich sag mal, getragen und noch befeuert wird. Und im Interieur spielen wir über diese wunderbare Materialqualität weiter, also hochwertigstes Designio. Napa-Leder, bezogene Bordkanten, das Instrumententafel-Oberteil ebenfalls in Napa gehalten, passend dezent die Ziernähte. Einhergehend damit war es einfach auch mal durchaus eine sinnvolle Komposition zu sagen, wenn hier alles mit Grau und Schwarz ist, bleiben wir auch in der Mittelkonsole in dieser Farbaussage, also Glasfaser und was immer wunderschön ist, das werdet ihr heute noch das eine oder andere Mal von mir hören, ist der Innenhimmel in Dynamica. Also jetzt haben wir schon das erste Auto gesehen, was ja eigentlich schon so das ich muss fast sagen, das wahnsinnigste für mich Auto hier ist. Aber wir haben ja auch schon einen GLC gesehen davon und den wollen wir uns mal genauer angucken. Aber vorher machen wir nochmal die Tür zu. Genau, für alle, die dieses Geräusch fantastisch finden und wie unser Kameramann im Kreis grinsen. Für das euch. Ist richtig G-Modell. Jetzt sind wir beim nächsten Auto angekommen. Kerstin, da musst du mir mal sagen, für mich sieht der von außen erstmal sehr schön aus. GLC mit AMG-Line, sehr stimmigen Felgen. Der hat aber was Besonderes, oder nicht? Der hat etwas Besonderes, denn in der Preisliste bieten wir die Designio-Polsterung Platin-Weiß-Schwarz an. Mhm. Das heißt, hier gehen wir, was Materialqualität des Leders anbelangt, in eine besondere Liga, arbeiten auch noch mal mit ein paar Design-Details. Und das schauen wir uns mal eben im Original an. Denn, wie gesagt, das Tolle ist hier einfach, wir können alle wunderbar Trockenübungen machen und uns online informieren. Die Dinge aber in Natura zu sehen, auch mal anzufassen und
den Duft des Leders mal richtig auf Lunge nehmen zu können, ist einfach eine schöne Sache. Und da gibt es so zwei Dinge, die dann auch noch berücksichtigt werden sollen. Also ne, das vermeintlich Normale kriegt schon den ersten Hauch Individualität. Ja, lass uns gerne mal schauen. Ja, wir haben hier die Designio-Polsterung Platin-Weiß-Schwarz. Arbeiten mit hochwertigstem Designio-Leder. Dann geht es weiter mit den Design-Details. Das heißt, die Türmittelfelder sind in Designio-Leder Platin-Weiß mit der Rautensteppung, was ja eben ein Relikt aus dem Motorsport ist, übertragen. Die Armauflage ist ebenfalls in Nappa Platin-Weiß. Und der wichtigste Sinn und der erste ausgeprägte Sinn, mit dem wir auf die Welt kommen, ist unser Berührungssinn. Und es fühlt sich einfach toll an. Nichts muss, aber wir können es auch ein bisschen besser. Und das ist einfach schön. Genauso wie wir das Ganze dann auch im Interieur in der Sitzanlage weiterspielen. Rautensteppung. Außenwangen sind immer in Schwarz und kriegen als schmückendes, sportliches Detail dann die Ziernähte. Und ein kleines, aber unglaublich schönes Detail sind dann auch in dieser Ausstattung die Fußmatten in Platin-Weiß eingefasst. Das sind Details, wenn wir nachher noch mal über weitere Dinge sprechen, auf die ich gerne eingehen würde. Wenn wir sagen verändern, müssen wir nämlich irgendwann alle Details verändern. Instrumententafel-Oberteil auch in Schwarz gehalten und die Ziernähte nochmal schmückend dabei. Und normalerweise haben wir bei dieser Polsterung in dem Designio-Leder-Paket die Mittelkonsole in Esche schwarz offenporig und die Zierteile in Aluminium. Wie man sieht, ist es nicht Aluminium, sondern ich habe mich für die Zierteile in Esche schwarz auch in den Türen entschieden, um wirklich den ausschließlichen Akzent auf das wunderschöne Türmittelfeld mit der Rautensteppung und so wunderbarer Materialqualität zu legen. Also es ist wie immer die Frage des Geschmacks. Man kann, man muss nicht. In diesem Fall haben wir gesagt, jetzt ist mal das Leder dran. Wunderbar. Und das ist jetzt also der Einstieg in die Designio-Welt. So verstehe ich das. Also dass ich da wirklich schon die Individualität in meinem Auto habe. Genau. Und jetzt sagst du aber, wir haben ja nämlich noch einen GLC stehen, ja. Da geht es nämlich noch mal ein Stück höher, ja. Obwohl das eigentlich schon kaum zu überbieten ist, oder? Das ist die Eintrittskarte und ein wunderschönes Detail. Aber wir Menschen sind und ticken einfach so, dass alles, was wir ja schon angeboten bekommen, irgendwie noch mal überdacht wird und Kunden hier sagen, ach Meisterin, das ist schon ganz schön. Aber die Zweifarbigkeit ist schön. Ich wünsche mir aber eine Einfarbigkeit. Das Platin-Weiß habe ich schon in meiner C-Klasse. Wollen wir nicht mal überlegen, ob es eine Lösung ab Werk gibt, meinen GLC noch individueller zu gestalten? Und da zeige ich ein fantastisches Beispiel für eine Möglichkeit Individualisierung ab Werk. Das heißt, das findet man in keiner Preisliste, sondern je nach Baureihe gibt es dann noch mal einen pfiffigen Hackentrick. Den zeigen wir jetzt mal. Das Besondere an diesem Interieur ist, dass es ein Interieur ist, das man nicht in der Preisliste findet. Wir haben hier gesagt, statt zweifarbig möchten wir einfach auch mal zeigen, dass wir die einfarbige Sitzgrafik darstellen können. Vielleicht einmal den Schwenk da rein. Man sieht eine einfarbige Sitzgrafik, sprich keine schwarzen Außenwangen. Und jeder von euch, der jetzt anfängt zu überlegen,
welche Lederfarbe das sein könnte, darf weiterhin überlegen oder sich einfach von mir sagen lassen, wir haben hier die Lederpolsterung Designio Maron. Ein braun-rötlicher Ton, warm, aber nicht kuschelig, mit durchaus Strahlkraft, ohne laut zu sein. Wer sagen würde, jetzt aber mal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel, dem könnte ich dann für richtig kräftige Kontraste auch zum Beispiel Designio Leder Classic Rot anbieten. Also da wäre mal richtig Hurra im Interieur. In diesem Fall einhergehend mit der edlen und weichen Ausstrahlung von Selenit Grau Magno, aber einfach mal Designio Leder Maron. Und das Besondere ist eben, dass um eine solche Ausstattung ab Werk darzustellen, ein jedes einzelne Detail, über das wir gerade bei Designio Leder Platin-Weiß-Schwarz gesprochen haben, anders gemacht werden muss. Es fängt damit an, dass ich statt der U09, also der Optik von einem Kunstleder hier Nappa-Leder-Optik habe und natürlich auch die Ziernähte ändern muss. Es wäre schade, ein Türmittelfeld in Designio-Leder-Maron zu haben, in dem wir Ton-in-Ton-Ziernähte in Maron haben und hier oben sich ein grauer Zierfaden reinmogeln würde. Also man muss wirklich Detail für Detail durchgehen, damit alles in dieser stimmigen Farbe bleibt. Genauso geht es am Instrumententafeloberteil mit der U34 weiter. Das ist eben Instrumententafeloberteil in Nappa-Optik, normalerweise graue Ziernähte, in diesem Fall natürlich vom Zulieferer geändert mit Ziernaht Designio Maron. Ich hatte vorhin auf die Fußmatten aufmerksam gemacht. Die haben wir in Schwarz belassen. Ich habe nicht die Möglichkeit, Fußmatten bei dieser Baureihe mit einem farblich abgestimmten Keder darzustellen. Aber sie sollten eben auch nicht platinweiß sein. Also hier bitte mit Schwarz arbeiten. Und das Ganze geht weiter in der Polsterung. Genauso muss ich auch die wunderschönen Kopfstützen mit dem Wappen der AMG beschreiben, denn auch die sollen ja in Maron sein. Und wer vorne A sagt, der muss dann hinten eben auch B sagen, denn da wird auch noch einmal die Polsterung in einfarbig gestaltet, bis auf die mittlere Bahn. Da haben wir einfach keine Chance, von dem Zulieferer es farblich abgestimmt zu bekommen. Also bleiben wir hier bei Nappa Schwarz, nehmen auch die schwarze Ziernaht rein und letztendlich haben wir somit eine wunderschöne Form- und Linienführung vorne von der Mittelkonsole in Nappa Schwarz mit maronfarbenen Ziernähten, hinten in den Fond durchgehend, sodass wirklich die Linien absolut fließend sind. Alles dezent ist, wir auch die Fondkopfstützen links und rechts in Designio Leder Maron gestaltet haben. Aber im Zuge dessen, dass die Mittelbahn darunter in Schwarz gestaltet ist, es eben sinnhaft ist zu sagen, dann wird die Kopfstütze in der Mitte in Nappa Schwarz mit Ziernaht Maron gemacht. Das muss alles bedacht werden und wirklich Detail für Detail beschrieben werden. Das ist ein unglaublicher Aufwand, der da betrieben wird, weil jeder Lieferant und alle Unterlieferanten heute in unserer globalen Welt wirklich sich auf diese automobile Maßanfertigung einlassen müssen, geht dann eben auch damit einher, dass ein solch individualisiertes Fahrzeug, in diesem Fall der GLC, mit circa 12 Wochen Terminverschiebung auf den ursprünglich geplanten Dekadentermin
an seinen neuen Besitzer übergeben wird, weil es diese Umfänge eben einfach nicht gibt. Die sind nicht vorgefertigt, sondern wirklich erst auf Kundenwunsch, wenn alle Daten hier in dem Werk sind und in der Logistik sind, beginnt explizit für den Kunden die Anfertigung all dieser Umfänge. Und da es dafür keine Lagerhaltung gibt und auch keinen Puffer, heißt es Detail für Detail. Also alles, was ich erläutert habe, muss angefertigt werden, wird dann Produktionsnummer bezogen, ins Werk angeliefert und dann wie jedes Fahrzeug in Schwarz-Schwarz, was ich jetzt gar nicht despektierlich meine, im Werk in der Linie Just in Frequence gebaut. Und das ist einfach grandios. Und dass wir diesen Hackentrick bei dieser Baureihe leben können, macht uns unglaublich stolz. Also ihr seht, wie wahnsinnig komplex dieses Thema ist und wofür Kerstin eigentlich wirklich diesen perfekten Job macht. Denn ich habe zwar Ahnung von dem, wie das Auto funktioniert, aber wie das konfiguriert werden kann, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Und ich finde einfach, um diese Individualität genießen zu können, braucht man einfach jemanden wie dich, der wirklich darstellen kann, was möglich sein kann und wie es zu machen ist. Ja, also unglaublich. Du und die ganzen Verkäuferkollegen machen ihren Job und tagtäglich Kunststücke und es ergänzt sich dann eben, dass jeder das macht, was er am besten kann. Ganz genau. Und wenn dann das Resultat ein so wunderbares Fahrzeug ist, sind wir doch glücklich in unserer Sternwelt. Auf jeden Fall. Und jetzt geht es nämlich schon zu unserem nächsten Fahrzeug. Wir haben jetzt gesehen, was neben der Preisliste möglich ist. Jetzt habe ich aber vorhin schon so ein Auto entdeckt, was sofort ins Auge sticht, was wahnsinnig elegant ist. Und ich hätte nie geglaubt, also ich wusste es tatsächlich nicht, ich hätte nie geglaubt, dass ich dieses Fahrzeug so im Konfigurator wirklich bestellen kann, weil es ist so stimmig und so schön. Und wir gehen einfach mal rüber. Ein Fahrzeug mit einer Lackierung, die wir in unserem Serienlackfächer der Baureihe E-Klasse Cabrio und Coupé anbieten, aber doch wenig zu sehen ist. Und habe mich für einen E450 Ausstattung Avantgarde entschieden mit der wunderbaren Lackierung Rubelitrot, also ein richtig sattes, tiefes Weinrot, was dann noch mal wunderbar getragen wird, weil einhergehend mit dieser besonders schönen Lackierung das dunkelrote Dach perfekt ist. Also es gibt keine Kombination, die schöner ist, die ganze Linienführung auch des Fahrzeugs so trägt und fließend darstellt, wie es in diesem Fall ist, nämlich Lackierung Rubelitrot mit dem Stoffdach in Dunkelrot. Und das Ganze wird eben fantastisch getragen. Und ich glaube, wenn man auch vor dem Fahrzeug steht, es ist wunderbar, es ist unaufgeregt, denn hier gibt es einen Akzent und der heißt Macchiato Beige. Also ich bin jetzt schon ganz gespannt und ich will jetzt eigentlich unbedingt die Tür öffnen. Und wenn man vorher hier im Auto vorbeigeht, dann sieht man schon, wie einladend dieses Fahrzeug einen anlächelt. Da hast du schon, also das ist unglaublich. Ja, es verfehlt die Wirkung nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wahnsinn. Jetzt öffnet sich quasi das Tor zur Welt. Unglaublich schön. Und ich mach's mal ganz auf. Und ich überlasse Kerstin die Bühne, denn das ist tatsächlich ein Auto, was man so im Konfigurator bestellen kann. Und ich muss sagen, nochmal sagen, ich habe es nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ja. Hier präsentiert sich die Ausstattung Tizian Rot Macchiato Beige. Die Bordkanten eben in dem Tizian Rot wunderschön gestaltet. Und vielleicht merken alle so langsam, dass ich so unglaublich gerne über Nappa-Optik streiche, weil es einfach glatt ist, weil es sich fantastisch anfühlt. Schöne Materialien streichen wir gerne mal über. Das ist einfach so. Und hier ist es ebenfalls der Fall. Er streckt sich dann auch übers Instrumententafel-Oberteil.
das wunderschöne Lenkrad in Macchiato Beige, ne, und nimmt so ein bisschen den Kontrast in dieser Perspektive. Und was ausgesprochen schön gelöst ist, ist eben, dass wir bei den Holzzierteilen Zen ein ganz leises, ein ganz dezentes Holz haben, das durchaus für sich steht, aber sich nicht als weiterer Akzent in den Vordergrund drängt und letztendlich schönen Qualitäten und der Kontrastfarbe Tizianrot die Bühne überlässt. Und das ist einfach etwas, das hat unglaublichen Charme, dem kann man sich gar nicht entziehen. Und natürlich möchte ich etwas zeigen, was nicht so ganz alltäglich ist. Und da sind wir bei dem Innenhimmel in Dynamica Macchiato Beige. Im Serienumfang bieten wir den Stoffinnenhimmel an. Hier, ne, ist nochmal das Streuselchen Innenhimmel in Dynamica, einhergehend damit, dass also einmal die A-Säule in Dynamica, einhergehend mit der Quertraverse und den Sonnenblenden. Das Ganze erstreckt sich bis nach hinten, also der Innenhimmel ist komplett bis nach hinten in den Fond, Dynamica Macchiato Beige. Und ich glaube, jeder, der Dynamica in seinem Fahrzeug hat, hat auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass auf einmal Menschen anfangen, über die A-Säule zu streichen, anfangen, Sonnenblenden hoch und runter zu klappen, weil es einfach ein unheimlich schönes Gefühl ist, es anzufassen, drüber zu streichen. Und jetzt auch wieder das Thema gesamtheitlich betrachtet, alles, was so ein bisschen diesen matten Schimmer hat, also hier die Bordkante, das Instrumententafeloberteil mit diesem matten Schimmer, kriegt wirklich dann noch Perfektion durch dieses matt einladende Material Dynamica. Also auch da wird die ganze Sache absolut rund und harmonisch gestaltet, was die Materialqualitäten auch anbelangt. Also ich darf jetzt schon die ganze Zeit den Schlüssel in der Hand halten und jetzt brennt es mir schon unter den Fingernägeln. Es kribbelt, ne? Darf ich das einfach mal aufmachen, dass Bitte. Wir einfach mal komplett ins ja. Auto reinschauen? Ja. Okay. Ja. Jetzt pass auf. So, jetzt mache ich mal die Fenster für euch runter, damit wir den vollen Einblick genießen können. Und jetzt kommt wirklich das Cabrio-Feeling zur Geltung und man sieht wirklich, wie stimmig das ist. Ne? Ja. Unglaublich. Was ja auch eine unglaubliche Herausforderung ist, es so stimmig hinzubekommen, ja. Da wir mit unterschiedlichen Materialien arbeiten. Ne, also die Lackierung, ne, der nächste Werkstoff einhergehend mit dem Nappa-Leder. Wir erinnern uns an das Stoffdach, also alles unterschiedliche Materialien, Dimensionalitäten und das farblich in der Form rund und harmonisch zu gestalten, kann man nur sagen, Chapeau. Perfekt, ja. Für die, die es so wunderbar entwickelt haben. Ne? Ja, tatsächlich. Also Kerstin, das war jetzt wirklich so das letzte i-Tüpfeln, finde ich. Und ich sage vielen, vielen Dank. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja am Anfang gesagt, wie kriegen wir es eigentlich hin, dieses alles mal zu betrachten und auch die Materialien zu fühlen? Weil ich habe von Kerstin, ich habe jetzt tatsächlich einen ganz anderen Blick auf Materialien, weil Kerstin immer gesagt hat, fass das mal an. Fühl mal, wie sich das Leder Artico anfühlt und wie sich das Leder Nappa anfühlt. Und das ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz anderer Punkt, ich sag mal, die Materialien wahrzunehmen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man dieses exklusive i-Tüpfelchen für sein Fahrzeug, um zu sehen, was ist möglich? Der Kontakt wird immer über den Verkäufer hergestellt. Okay, also die das Kollegen heißt, draußen im Vertrieb wissen,
und sollen wissen, dass es mich gibt. Und besprechen es dann im Voraus, sodass wirklich Interessenten dann über den Verkäufer zu mir geroutet werden. Lass es mich so formulieren. Das heißt, also A und O ist wirklich immer der Kollege aus dem Vertrieb. Super. Also wenn ich jetzt wirklich gerade ein Auto konfiguriere und sage, ich habe da was im Kopf und oder ich möchte es einfach mal erfüllen, dann heißt es wirklich, den Verkäufer ansprechen. Ja. Gibt es die Möglichkeit, kann ich mal zu MB exklusiv oder Mercedes-Benz exklusiv hin? Und dann besteht sicherlich die Möglichkeit, das mit dir gemeinsam zu tun. Dann wird ein Termin vereinbart, denn ich möchte, dass die Gäste, die sich auf den Weg zu mir nach Bremen machen, dann auch wirklich volle Aufmerksamkeit haben und das genießen dürfen, was einfach wunderbar ist, nämlich, dass sich die Sternwelt ausschließlich um ihn dreht. Und dann sind wir unter uns, deshalb ist da vorne eine Tür, die wir dann auch abschließen, um uns wirklich einfach in diese wunderbare automobile, aber auch emotionale Welt begeben zu können und das in netter Atmosphäre, ohne dass bei mir permanent ein Telefon klingelt oder dergleichen. Hier ticken die Uhren dann eben doch ein bisschen anders. Und wenn es um ein schönes Thema geht, dann sollten auch die Rahmenbedingungen schön sein. Das finde ich auch. Also dann würde ich sagen, lassen wir mal die Community entscheiden, wenn ihr wollt, dass Kerstin uns nochmal Bescheid gibt, wenn sie so ein super Auto hat. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Denn dann wissen wir, ob ihr wirklich Gefallen an diesem neuen Format habt. Also das war es jetzt hier aus dem Mercedes-Benz Kundencenter in Bremen und wir durften diesen exklusiven Einblick zu Mercedes-Benz exklusiv genießen und wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir kommen nochmal wieder und es war wunderschön, super angenehm und wirklich, ich freue mich und sage nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen.